Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation. Ein weiteres Jahr wollen wir uns heute anschauen, das Leben von Martin Luther betrachten und natürlich auch weiterverfolgen, was aus den anderen zukünftigen Reformatoren geworden ist. Bevor wir beginnen, wollen wir nach guter Gewohnheit mit einem Gebet starten, wozu ich Sie ganz recht herzlich einlade. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir ein weiteres Mal in die Geschichte der Reformation blicken können, um zu lernen und zu sehen, wie du Geschichte führst, wie du mit Menschen arbeitest, die oft so unvollkommen sind und wie du sie Schritt für Schritt an deine Hand nimmst. Wir möchten dir danken für all das, was wir daraus auch heute lernen werden und bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass du uns in alle Wahrheit führen wirst. Im Namen Jesu. Amen. Teil 17. 1513. Psalmen und Päpste. Es soll um das Jahr 1513 gehen. Martin Luther war jetzt knapp 30 Jahre alt. Wie wir in der letzten Folge gesehen haben, war er jetzt Professor für die Bibel, Doktor der Theologie an der Universität in Wittenberg. Die war äußerst modern für ihre Zeit. Im Jahr 1513 wurde zum Beispiel das Fach Griechisch als Unterrichtsfach eingeführt. Das war ein äußerst moderner Schritt und auch das hatte dann noch weitreichende Folgen für die Reformationsgeschichte. Am 8. Januar dieses Jahres in Wittenberg wurde Justus Jonas, der ja kurz zuvor aus Erfurt nach Wittenberg gekommen war, zum Baccalaureus der Rechtswissenschaften, der Jurisprudenz in Wittenberg. Er war ein guter Freund von Spalatin und hörte auch gerne die Predigten von Wenceslaus Link. Im Februar tritt eine weitere Person in die Reformationsgeschichte, über deren Jugend eigentlich so gut wie nichts bekannt ist. Christoph Schappeler ist schon 41, als wir ihn als Schulmeister in St. Gallen antreffen und er im Februar 1513 nach Memmingen gerufen wird. Memmingen, eine Stadt im Allgäu, die damals recht bekannt und wichtig war. Und dort gab es eine sogenannte Prädikatur, die verkannt war. Eine Prädikatur war ein Amt für jemanden, der einzig und allein zum Predigen angestellt war. Das war damals ja gar nicht so häufig. Die meisten Geistlichen waren Priester oder Bischöfe und hatten vor allem die Messe zu zelebrieren. Und das Predigen war im mittelalterlichen römischen Gottesdienst eigentlich nur Nebensache. Aber immer wieder gab es Laien und reiche Bürger, die der Meinung waren, sie würden gern gute, hochqualifizierte Predigten hören und die spendeten, stifteten dann solche Stellen in Kirchen, wo dann eine extra eingestellte Person sich lediglich dem Predigtdienst widmen sollte. Und Christoph Schappeler wurde aus Gallen gerufen, jetzt in Memmingen diese Prädikatur zu versehen, als Prediger dort zu wirken. Er hatte einen äußerst volkstümlichen Predigtstil und auch einen sehr untadeligen Lebenswandel, was ja für Geistliche der damaligen Zeit eher die Ausnahme bildete. Und so wurde er schon in diesen ersten Jahren ein sehr beliebter Prediger in Memmingen. Am 20. Februar starb Johann I., der König von Dänemark und Norwegen und auch Fürst von Schleswig, im Alter von 57 Jahren. Sein Sohn Christian II. Wurde sein Nachfolger. Eigentlich gehörte zu diesem ganzen Reich auch noch Schweden. Man sprach ja von der sogenannten Kalmarer Union, wo Norwegen, Dänemark und Schweden sich zusammengeschlossen hatten. Island gehörte über Norwegen auch dazu. Aber in Schweden regierte ein Stellvertreter, ein Reichsverweser, Sten Sture mit Namen, und der hatte etwas gegen das Königshaus und regierte mehr oder weniger autonom. Einen Tag später kam es zu einem noch folgenschweren Todesfall, diesmal nämlich von Papst Julius II. Er hatte über etliche Jahre als Renaissance-Kriegsherr die Geschicke des Kirchenstaates gelenkt,
war nicht wirklich eine geistliche Person in irgendeiner Art und Weise, sondern hat vor allem Kriege geführt und dafür ist er sehr bekannt gewesen, ein Feldherr und General, mehr als ein Kirchenführer. Und sicherlich natürlich auch eine bedeutsame Figur deswegen, weil er den Neubau des Petersdomes in Auftrag gegeben hatte. Sein Beiname, wenn man dann sein Leben im Rückblick betrachtete, war Il Terrible, der Schreckliche. Und das sagt so ein bisschen etwas aus über seinen Charakter. Er war auch ein Förderer der Kunst, wie wir gesehen haben in den vergangenen Folgen. Hat er mit Michelangelo, mit Raphael verschiedene hochbegabte Genies der Renaissancezeit für sich verpflichten können und damit auch große Kunstwerke entstehen lassen. Aber schon die Zeitgenossen wussten, dass Julius II. Sich einreiht in diese Liste von schrecklichen Päpsten, die seit einigen Jahrzehnten in Rom regiert hatten, die wirklich das Papsttum an einen moralischen und geistlichen Tiefpunkt geführt hatten. Luther hatte das ja auch gehört, als er in Rom gewesen war. Er hatte zwar Papst Julius nicht getroffen in Rom, weil der unter anderem wieder auf einem Feldzug gewesen war. Aber das war allgemein bekannt. Und als Julius II. Starb, entschloss sich Erasmus von Rotterdam zu einer Satire auf den verstorbenen Papst. Solch ein Unterfangen war natürlich äußerst gefährlich. Er nannte die Satire Julius vor der verschlossenen Himmelstür. Diese Parodie sollte also ausdrücken, warum der verstorbene Papst nicht in den Himmel kommen würde. Und so eine Schrift konnte natürlich lebensgefährlich sein. Erasmus hat sein gesamtes Leben bestritten, überhaupt dieses Werk verfasst zu haben. Trotzdem gilt das heute als absolut selbstverständlich, dass es Erasmus gewesen ist, der dieses Werk geschrieben hat. Und in dieser Parodie lässt er dann den Papst Julius vor der Himmelspforte erscheinen. Und wie man sich das damals vorstellte, steht der Petrus davor und lässt die Leute rein oder eben nicht. Und Julius begründet jetzt, warum er meint, dass er in den Himmel kommen sollte. Und wir lesen da kurz einmal rein die Worte, die der Erasmus dem Julius, dem verstorbenen Julius, in den Mund legt. Dort heißt es: Mein Ansehen und meine Schlauheit hatten solchen Einfluss, dass es heute keinen christlichen König gibt, den ich nicht zum Kampf herausgefordert habe, nachdem ich alle Verträge gebrochen, zerrissen und vernichtet hatte. Außerdem habe ich, obwohl ich ein großes Heer hielt, großartige Triumphfest abgehalten, sehr viele Spiele veranstaltet, an sehr vielen Orten Bauten errichtet und dennoch bei meinem Tod 5 Millionen Dukaten hinterlassen. Obwohl ich schon im Sterben lag, habe ich doch eifrig dafür gesorgt, dass die Kriege, die ich auf der ganzen Welt angestiftet habe, nicht beigelegt werden. Weigerst du dich auch jetzt noch, den Papst, der sich so um Christus und die Kirche verdient gemacht hat, die Pforte des Himmels zu öffnen? Und in dieser Parodie von Erasmus geht es dann so aus, dass Petrus sagt: Naja, man öffnet die Tür quasi fast für jeden, aber nicht für solch einen Unhold wie Julius, der habe ja offensichtlich genügend Geld und genügend Soldaten, um sich ein eigenes Paradies zu schaffen. Und was an dieser Parodie deutlich wird, dass es also schon in dieser Zeit, 1513, sehr klare Beobachter gab, die sahen, dass das Papsttum in der Realität ganz weit entfernt war von dem Anspruch dessen, was man vielleicht in der Bibel lesen würde über die Führung der Gemeinde Gottes. Luther war also später auf keinen Fall der Erste, der hier Kritik geübt hat, sondern Erasmus, wie viele andere, haben schon zu dieser Zeit eindeutig ihre Kritik geübt, wenn auch in etwas versteckter, anonymer Art und Weise. Derweil war Huldrych Zwingli immer noch Pastor in Glarus und hat sich weiterhin den klassischen Werken der Antike verschrieben, sowohl den heidnischen Philosophen als auch natürlich den Kirchenvätern. Und im Zuge dieses Studiums, das ja unter anderem auch finanziert war durch die jährliche Rente des Papstes, den er ja sehr stark verehrte und für ihn stritt, hat Zwingli durch dieses Studium die Notwendigkeit erkannt, sich auch den Ursprachen zu wenden. Latein konnte er natürlich aus dem Studium, aber er wollte jetzt auch das Altgriechische lernen, was sozusagen die Begabtesten der Humanisten für sich entdeckten. Und er schreibt hier in einem Brief an seinen Freund Vadian, Joachim von Watt aus St. Gallen, der jetzt in Wien
Lehrer für Poetik war, wie wir in anderer Folge gesehen haben. Er schreibt hier: Ich bin entschlossen, das am 23. Februar, ich bin entschlossen, mich dem Griechischen zu widmen und niemand wird in der Lage sein, mich davon abzubringen, außer Gott. Ich tue es nicht um Ehre, sondern aus Liebe für heilige Wissenschaft. Zwingli war jemand, der wirklich den Sachen auf den Grund ging, ähnlich wie auch Luther in seiner Art und Weise, auch wenn sie vom Charakter, vom Temperament sehr unterschiedlich waren. Zwingli hatte ein großes Interesse an den verschiedenen Wissensgebieten und er wollte das Griechische lernen, wie er dann an anderer Stelle sagte, um die Lehren Jesu Christi wirklich aus den Quellen heraus zu verstehen und nicht über diese doch etwas merkwürdige Übersetzung des Lateinischen der Vulgata. Es hat also Zwingli 1513 begonnen, sich wirklich dem Altgriechischen zu widmen und auch das wird noch von Bedeutung sein in der Reformationsgeschichte. Am 3. März hat Caspar Aquila, der ebenfalls im Jahre 1513 überhaupt erstmal von Leipzig nach Wittenberg gewechselt war, dort in Wittenberg seinen Baccalaureusgrad in den freien Künsten erworben, auch er eine Person, die später in der Reformationsgeschichte noch Bedeutung erlangen würde. Einen Tag später, am 4. März, kam dann das Konklave zusammen. Ein neuer Papst musste gewählt werden. 25 Kardinäle fanden sich ein in Rom in der Sixtinischen Kapelle, die ja jetzt seit einigen Jahren zur Papstwahl fungierte. Von diesen 25 Kardinälen kam die große Mehrheit, nämlich 19 aus Italien. 2 Kardinäle kamen aus Spanien, einer aus Frankreich, ein Schweizer, ein Ungar und ein Engländer war dabei. Also Deutsche gab es dort gar nicht in diesem Sinne. Und schnell zeigte sich, dass das Konklave, in dem es wohl diesmal, so sagen uns zumindest die Historiker, ausnahmsweise mal keine Simonie gab, sich in 2 Lager teilte. Zunächst muss man noch erzählen, dass es beinahe zu einem Unfall gekommen wäre. Es gibt nämlich, oder es gab diese Tradition, im ersten Wahlgang einer Person die Stimme zu geben, von der man meinte, sie hätte es verdient, aber sie kommt sowieso nicht in Frage. So quasi eine Art Ehrenwahl. Kurioserweise entschieden sich bei diesem ersten Durchgang fast die Hälfte aller Kardinäle für dieselbe Person, sodass im ersten Wahlgang beinahe jemand Papst geworden wäre, der eigentlich gar nicht dafür vorgesehen war oder gar nicht in Frage kam. Aber dann ging doch die Wahl weiter vonstatten und es bildeten sich 2 Fraktionen, die Jüngeren und die Älteren, wie man sagte. Und nur nach wenigen Tagen setzten sich die Jüngeren durch. Je nachdem, welche Quellen man befragt, entweder am 9. oder am 11. März, also nach wenigen Tagen, wurde Giovanni de Medici, 37 Jahre erst alt, zum neuen Papst gewählt. Das ist natürlich relativ ungewöhnlich, einen so jungen Papst zu haben. Und die Medici war natürlich eine äußerst einflussreiche italienische Familie, die ja kurz zuvor erst, wie wir gesehen haben, in einer anderen Folge, wieder in Florenz eingezogen waren und dort ihre Macht, die sie über Jahre hinweg verloren hatten, wieder an sich gerissen hatten. Wie gesagt, Giovanni hat wohl offensichtlich nicht dafür bezahlt. Das war schon eher eine kleine Sensation. Er gab sich dann den Namen Leo der Zehnte und er würde jetzt der Papst der eigentlichen Reformationsgeschichte sein. Auch deswegen natürlich ein besonderes Auge auf ihn. Interessant war dabei, dass obwohl er Kardinal war, er überhaupt gar kein Geistlicher war. Das heißt, er war weder Bischof noch nicht einmal Priester. Das kam damals öfter vor, dass man einfach Adlige zu Kardinälen gemacht hatte, die dann auch plötzlich Papst werden konnte, ohne dass sie die niederen Ränge der Kirchenstruktur überhaupt durchlaufen haben. Das führte dazu, dass der neu gewählte Papst erst einmal noch Priester und Bischof werden musste. So ist dann wenige Tage später der neu gewählte Papst am 15. März erst einmal zum Priester geweiht worden und 2 Tage später dann auch noch gleich zum Bischof geweiht worden, damit er dann am 19. März, also in einem 2-Tage-Rhythmus, schließlich zum Papst Leo dem 10. offiziell gekrönt werden konnte. Also ein schneller geistlicher Aufstieg im Hauruck-Verfahren sozusagen. Das hat die Kirche auch dann möglich gemacht. Währenddessen tagte er immer noch, und das dürfen wir nicht vergessen, das 5. Laterankonzil, das er
der gerade verstorbene Julius II. Ein Jahr zuvor einberufen hatte, unter anderem um auch eine mögliche Reform der Kirche zu diskutieren. Und jetzt hatte das Konzil auch einen neuen Papst, einen jungen Papst, der, das war die Frage, vielleicht auch der Kirche einen neuen Stempel aufdrücken könnte, wenn er denn wollte. Am 23. März änderte sich noch einmal die politische Großwetterlage in Europa. Nachdem in der Heiligen Liga ja alle Großmächte Europas sich gegen Frankreich versammelt hatten, England, Spanien, das Heilige Römische Reich, der Kirchenstaat und auch Venedig, um die Franzosen, die so ein bisschen Angriffskrieg gespielt hatten in den Jahren zuvor in Italien, in Schach zu halten, wechselten jetzt die Venediger die Seite. Die Republik Venedig setzte sich jetzt wieder an die Seite der Franzosen und ging mit ihnen eine Allianz ein. Der Hintergrund waren Gebietsstreitigkeiten mit Kaiser Maximilian I. vom Heiligen Römischen Reich und auch Streitfragen mit dem gerade erst verstorbenen Papst Julius II. Und das bedeutete, dass das Herzogtum Mailand, das immer noch unter französischer Kontrolle zum Teil stand, jetzt sowohl von Frankreich als auch von Venedig aus bedroht wurde. 4 Tage später, am 27. März, sah der spanische Konquistador Juan Ponce de León eine, so wie er meinte, Insel im Atlantischen Ozean. Er war ja diese Seefahrer der Spanier waren ja darauf und dann immer mehr Inseln zu entdecken, nachdem man schon Hispaniola und die Bahamas und Kuba entdeckt hatte. Er ahnte nicht, dass diese vermeintliche Insel in Wirklichkeit nur eine vorspringende Landzunge des gewaltigen Kontinentes war. Am 2. April, also wenige Tage später, landete er dann auf dieser vermeintlichen Insel. Es war gerade die Zeit des Osterfestes. Die Spanier sprachen vom Pascua Florida. Und so nannte er dieses Land, das er entdeckte, Florida. Und daraus wurde dann später die uns bekannte Halbinsel Florida, die zum nordamerikanischen Kontinenten gehört und die er jetzt für die spanische Krone in Besitz nahm. Mit Beginn des Sommersemesters wurde Nikolaus von Amsdorf, der theologische Kollege von Luther, Rektor der Universität. Die Rektoren haben oft gewechselt und im Sommersemester war jetzt mal Nikolaus von Amsdorf dran. Obwohl sie beiden Kollegen waren, hatten Amsdorf und Luther nicht viel Kontakt miteinander. Ebenfalls im Sommersemester begann Jörg Kajakop aus Graubünden, aus der Südostschweiz, sein Studium in Leipzig. Er war 21 Jahre alt und auch er tritt hier quasi in die Reformationsgeschichte hinein. Er war bereits Priester. Und er stammt aus einer bäuerlichen Familie dort aus den Alpen. Interessant ist auch noch zu erwähnen, dass dann einige Wochen später, am 22. April, der besagte spanische Konquistador Juan Ponce de León, als er mit seinem Schiff und seinen Mannen da diese vermeintliche Insel Florida umsegelt hat, er von seinem Navigator mit Namen Anton de Alaminos auf ein merkwürdiges Phänomen aufmerksam gemacht wurde, nämlich auf eine äußerst starke Meeresströmung, die sich dort beobachten ließ. Diese starke Meeresströmung, die diese spanischen Entdecker dort bemerkten, kennen wir heute unter dem Golfstrom. Der hat erst viele Jahrzehnte später diesen Namen erhalten, aber ist im Jahre 1513 zum ersten Mal von europäischen Entdeckern als solcher erkannt worden. Im Mai 1513 brachen dann in Wien Studentenunruhen aus. Solche Unruhen gab es ja immer wieder. Wir hatten sie auch einige Jahre zuvor in Erfurt gesehen. Und dann brach auch Krieg erneut in Norditalien aus und das hatte Konsequenzen für Zwingli. Wie wir schon an anderer Stelle immer wieder gesagt und gesehen haben, waren die Schweizer Soldaten, die sogenannten Reichsläufer, ganz begehrte Söldner und dienten sowohl bei den Franzosen als auch beim Papst, dem Heiligen Römischen Reich und den verschiedenen Armeen
als besonders kampfkräftige, mutige und starke Soldaten. Und Zwingli hat das am eigenen Leib sozusagen miterlebt, aus erster Hand, wie dort in seinem Dorf und auch in der Gegend und auch in anderen Gegenden der Eidgenossenschaft die Armeen Söldner anwarben. Zwingli als großer Fan des Papstes war natürlich dafür, dass seine Untertanen, seine Schäfchen sozusagen, die er als Pastor dort betreute, für den Papst in den Krieg zogen. Und Zwingli ist tatsächlich dann sogar als Armeeprediger, als Feldprediger mit in den Feldzug gezogen. Es kam am 6. Januar zur großen Schlacht von Novara im westlichen Teil des Herzogtums von Mailand. Das heißt, die Eidgenossenschaft hat eine große Armee gebildet, 10.000 Mann, und sie trafen dort auf das französische Heer, das ebenfalls ungefähr 10.000 Soldaten hatte, wobei ein Großteil der französischen Armee eigentlich aus deutschen Söldnern, den sogenannten Landsknechten, bestand. Zwingli hat also gesehen, wie diese gesamte eidgenössische Armee sich da durch die Alpen fortbewegt hat und dann in die Po-Ebene gekommen ist, um dort einzugreifen in diese italienischen Kriege. Zwingli hat den Alltag und die Realität des Krieges aus erster Hand miterlebt. Die französische Armee hatte zudem auch noch einige Geschütze und auch 1200 französische Ritter. Am Morgen des 6. Juni griff dann das eidgenössische Heer die Franzosen an. Es gab Angriffe aus drei Richtungen, eine gewaltige Schlacht, die Zwingli als Feldprediger direkt miterlebt hat. Es kam zu außergewöhnlich schweren Verlusten, vor allem auch, weil die Franzosen mit ihren Kanonen immer wieder auf die Eidgenossen attackierten. Am Ende fielen 2000 Schweizer und 7000 Franzosen. 22 Geschütze der Franzosen konnten die Schweizer erobern. Und alle deutschen Landsknechte, also alle deutschen Söldner in französischen Diensten, die überlebten, wurden nach der Schlacht von den Eidgenossen niedergemacht. Ein schlimmes Gemetzel, das der Zwingli hier miterlebt hat und das schon anfing, in seinem Herzen etwas auch zu bewegen. Er hat für den Papst hier gedient, er hat seine Soldaten durch eine Predigt auch eingestimmt, für die richtige Sache zu kämpfen, aber das Gemetzel war doch ziemlich heftig. Am 3. August kam es zu einer Neubesetzung im Erzbistum Magdeburg. Dort hatte bis dahin ein Bruder von Kurfürst Friedrich III. Aus Sachsen die Stelle als Erzbischof Magdeburgs versehen. Als der starb, musste ein neuer Erzbischof gefunden werden. Und die Wahl ging auf Albrecht von Brandenburg. Der war erst 23 Jahre alt, das jüngste Kind und der zweite Sohn des Kurfürsten Johann Cicero von Brandenburg. Albrecht wird, und so viel kann man jetzt schon verraten, auch eine entscheidende Rolle spielen in den nächsten Jahren der Reformationsgeschichte. Deswegen ein kurzer Blick auf sein Leben. Er hatte schon 7 Jahre zuvor als 16-Jähriger mit seinem älteren Bruder die Universität Frankfurt/Oder gegründet und dort dann auch selbst studiert. Er war ein äußerst intelligenter junger Mann mit großem Interesse an der Kultur, an der Kunst. Das Interesse an der Kirche war eher weniger ausgeprägt. Und er wurde jetzt allerdings gleichzeitig Erzbischof von Magdeburg und auch der Administrator des Bistums von Halberstadt. Das hat natürlich dem Kurfürsten Friedrich III. Überhaupt nicht gefallen. Es bestand eine gewisse Konkurrenz zwischen dem Kurfürsten, dem Markgraf von Brandenburg und dem Kurfürsten von Sachsen. Und jetzt war der Einfluss der Brandenburger, die ja auf das Geschlecht der Hohenzollern zurückgehen, die Hohenzollern
der war jetzt größer im Vergleich zu den Wettingern, die in Kursachsen regierten. Am 16. August kam es zu einer weiteren Schlacht im Zuge dieser Heiligen Liga gegen Frankreich. England und das Heilige Römische Reich hatten sich gemeinsam jetzt verbündet. Die Engländer hatten, wie man auf der Karte sehen kann, einen kleinen Flecken auch auf dem Kontinent, der ihnen gehörte. Und dort an der Grenze dann zu Flandern kam es zur großen Schlacht von Gingate. Und das war ein großes Ritterspektakel. Die Armee des Kaisers Maximilian und die Armee des englischen Königs Heinrich dem VIII. Besiegten gemeinsam die französische Armee. Das führte dazu, dass die Franzosen jetzt wirklich unter Druck gerieten. Sie hatten in Novara in Italien verloren, sie hatten jetzt hier an ihrer eigenen Grenze verloren. Und es zeigte sich, dass die Franzosen wohl nicht die Ressourcen und die soldatische Macht hatten, um eine wirkliche Vormachtstellung in Europa begründen zu können. Darum ging es ja die ganze Zeit. Es ging darum, welches Reich könnte Europa dominieren. Eine Frage, die ja schon seit Jahrhunderten immer wieder in Europa eine Rolle gespielt hatte. Aber die Franzosen blieben nicht ohne Hilfe, als die Schotten hörten, dass die Engländer gegen Frankreich Krieg führten, erinnerten sich die Schotten an ihre alte Allianz mit den Franzosen, die Old Alliance, wie die Schotten sagten. Und sie entschlossen sich unter ihrem König James IV. Jetzt eine zweite Front in England zu eröffnen und von Norden her in England einzufallen. 1. September 1513, ein weiterer spanischer Konquistator mit Namen Vasco Núñez de Balboa macht sich auf die Suche nach Gold. Er hat gehört von dem sagenhaften Südmeer. Er befand sich mit seinem Mann in einer kleinen Kolonie, die Spanier hier in Panama bereits besaßen. Und er wollte jetzt durch Panama hindurch, diese Landenge, auf der Suche nach dem anderen Meer. Unter seinen Mannen, 120 an der Zahl, befand sich auch ein gewisser Francisco Pizarro, der dann später noch recht berühmt werden sollte. Balboa, der Führer der Expedition, war auf der Flucht vor der spanischen Gerichtsbarkeit wegen Meuterei. Also viele Kriminelle waren hier auch bei der Eroberung der neuen Welt beteiligt. Und so machten sie sich auf den Weg durch die Landschaft Panamas auf der Suche nach Gold und diesem sagenumwobenen Südmeer. Währenddessen hatten die Schotten ihre Armee zusammengezogen, um in Nordengland einzufallen. An der Grenze kam es zur Schlacht von Flodden Field. Und die war eine der dramatischsten Schlachten in der gesamten schottischen Geschichte. Die Engländer hatten zwar nicht mal ihren König dabei, weil der immer noch in Europa war, aber unter Führung eines begabten Heerführers konnte die schottische Armee so vernichtend geschlagen werden, dass man sagt, dass es keine einzige Adelsfamilie in Schottland gab, in ganz Schottland, die nicht Mitglieder auf dem Schlachtfeld von Flodden Field verloren hatte. Die Niederlage war so tiefgreifend, dass die Schotten sich eine ganze Zeit lang nicht davon erholt haben. Auch ihr König James IV. Starb dort auf Flodden Field. Noch heute kann man ein Denkmal dort finden für dieses besondere Ereignis der schottischen Geschichte. Am 13. September nahmen dann die Eidgenossen, die nach der Schlacht von Novara die Franzosen noch verfolgt haben, zwar nicht besonders effektiv, weil sie über keine Reiter verfügten und deswegen etwas langsam waren, aber dann doch effektiv, dann doch letztendlich Frankreich erreicht hatten, sie nahmen die französische Stadt Dijon ein und drohten mit weiteren Angriffen, sodass die Franzosen einlenken mussten. Frankreich hat in diesem Zuge dann auf sämtliche Ansprüche in Norditalien verzichtet, hat Mailand komplett, ja sowieso schon vorher räumen müssen nach der Schlacht von Novara und jetzt auch alle Ansprüche auf Mailand oder Cremona verzichtet und dementiert. Und man musste 400.000 Sonnenkronen, wie sie hier abgebildet sind, auf dem Bild, die Ludwig XII. Hatte herausgegeben, 400.000 dieser Sonnenkronen mussten als Entschädigung gezahlt werden.
Weil der schottische König tot war, brauchte es einen neuen König. Der James IV. War erst 40 Jahre alt gewesen. Sein Sohn James V., hier auf dem Bild aus späteren Jahren, war erst ein Jahr alt. 17 Monate, um genau zu sein. Und so hat dann seine Mutter Margaret Tudor die Regentschaft übernommen unter der Bedingung, das war der Wille des verstorbenen Königs, dass sie unverheiratet bleibe. Derweil war Vasco Núñez Balboa, der spanische Konquistador auf der Suche nach Gold in Panama, durch die gesamte Landenge Panamas marschiert und sah auf einem Hügel in andächtiger Stille die Weite dessen, was wir heute den Pazifischen Ozean nennen. So hieß es damals nicht, man nannte es einfach das Mar del Sur, das Südmeer. Vier Tage später stand er dann noch am Ufer und nahm sofort das gesamte Meer, von dem er wahrscheinlich keine Ahnung hatte, wie groß es wirklich war, für die spanische Krone in Anspruch. Er war der erste Europäer, der es zumindest von Seiten des amerikanischen Kontinenten aus gesehen hat. Zu diesem Zeitpunkt waren von seinen 190 Mann, die er mitgenommen hatte, nur noch 69 am Leben. Also eine durchaus strapaziöse und tödliche Reise. Und auf dem Rückweg hörte er dann von den Einheimischen, dass es weit im Süden ein sagenhaftes, legendenhaftes Reich geben würde. Groß und gewaltig und sehr reich. Das Reich der Inka. Das war die erste Information, die Spanier darüber hörten. Und auch das hat natürlich dann den weiteren Verlauf der Geschichte gelenkt. Im September kam dann die Streitangelegenheit, die Johannes Reuchlin und Johannes Pfefferkorn betraf. Wir haben in den verschiedenen Folgen schon darüber gesprochen, über diese Frage, soll man jüdische Bücher verbrennen oder nicht. Diese Streitangelegenheit war mittlerweile so hochgekocht, dass sie jetzt dem neu gewählten Papst vorgelegt worden ist. Leo X. Sollte sich damit befassen und der eröffnete tatsächlich einen Häresieprozess gegen Johannes Reuchlin, diesen großen gefeierten Humanisten, einen der klügsten und brillantesten Akademiker ganz Deutschlands. Der sollte sich jetzt wegen Häresie in Rom verantworten, weil er gegen die Verbrennung jüdischer Bücher sei. Das war sein angebliches Verbrechen. Auch das Konzil selbst hat sich mit der Frage beschäftigt. Interessanterweise hat das Laterankonzil in seinen Erörterungen festgestellt, dass Reuchlin eigentlich recht habe, dass man im Talmud nichts finden könne, was sich direkt gegen die Christenheit richten würde, und hat auch entsprechend geurteilt. Der Papst allerdings hat dann genau diese Ansicht des Konzils wieder als heretisch verworfen. Und so war der Reuchlin also wirklich in einer sehr angespannten, bedrängten Situation. Sein Einsatz für Toleranz und Meinungsfreiheit brachte ihn jetzt mit den ganz großen Kräften der mittelalterlichen Kirche in Konflikt. Am 6. Oktober hat dann Martin Luther die Bestätigung erhalten durch den Ordensgeneral der Augustiner-Eremiten überhaupt, nämlich Ägidius von Viterbo, dass er als Lektor im Wittenberger Ordensstudium fungieren konnte. Warum es so lange dauerte, also fast ein Jahr seit seiner Promotion zum Doktor, ist nicht ganz geklärt. Aber es scheint so zu sein, dass er tatsächlich erst jetzt anfing, im Herbst 1513 tatsächlich Vorlesungen zu halten. Einen Tag später, am 7. Oktober, kam es zu einer weiteren Schlacht im Zuge dieser ganzen Heiligen Liga. Diesmal zwischen der Armee Venedigs, die ja jetzt auf Seiten Frankreichs stand, und alliierten Truppen von Spanien und dem Heiligen Römischen Reich. Obwohl die Venezianer zahlenmäßig deutlich überlegen waren, unterlagen sie doch. Und das hat natürlich die Position der Heiligen Liga hier in dieser Schlacht bei La Motta gestärkt. Am 19. Oktober wurde Kaspar Kruziker mit 9 Jahren Student an der Universität Leipzig. Er stammte aus einer böhmischen Hussitenfamilie. Sein Vater war Kaufmann
hatte dann einige Jahre zuvor das Leipziger Bürgerrecht erhalten. Ja, der junge Kaspar hatte schon zuvor bei Georg Held Unterricht gehabt, von dem wir auch immer wieder schon gehört haben und hören werden. Und jetzt war sein Lehrer Petrus Moselanus in Leipzig und auch ihn werden wir weiter verfolgen. Luther begann, wie gesagt, jetzt wohl im Wintersemester 1513, 1514 mit seinen Vorlesungen. Und das erste Buch der Bibel, das er in Vorlesungen behandeln wollte, war das Buch der Psalmen. Er war ja Professor für die Bibel, hat also weniger sich mit den scholastischen theologischen Werken aufgehalten, sondern hatte die Aufgabe, tatsächlich biblische Bücher auszulegen. Und so entschied sich Luther für den Psalter. Er hatte zeitlebens eine besondere Affinität für die Psalmen, weil in diesen Psalmen die ganze Erfahrungswelt eines gläubigen Menschen angesprochen wird. Seine Vorlesungsreihe hieß Dictata Super Psalterium, also Diktate über den Psalter. Das lag vor allem auch daran, weil die Vorlesungen damals regelrechte Diktate waren. Der Professor hatte diktiert und die Studenten haben mitgeschrieben. Die Vorlesungen von Luther dauerten 2 Stunden. Im Wintersemester begannen sie um 7 Uhr morgens und im Sommer sogar um 6 Uhr morgens. Also das war ganz interessant. Man weiß heute sogar, was er dort unterrichtet hat, weil vor etlichen Jahrzehnten die Manuskripte wieder aufgetaucht sind, auf Lateinisch natürlich. Hier ein Ausschnitt aus einem Originalmanuskript, aus eine Vorlesung über einen der ersten Psalmen. Und man kann sehr gut nachvollziehen, wie er das ausgelegt hat. Dabei ist interessant zu beobachten, dass Luther durchaus noch 1513 an den traditionellen Auslegungsmethoden der Kirche festgehalten hat. Das heißt, der mehrfache Schriftsinn, so wie ihn die frühen Kirchenväter eingeführt hatten, ist auch von Luther hier noch vertreten worden. Das heißt, dass jedes Wort oder jeder Satz einen vierfachen Sinn hat. Einen buchstäblichen, literarischen Sinn, das, was nämlich dort eigentlich steht, dann einen allegorischen Sinn, dann einen tropologischen Sinn und einen anagogischen Sinn. Das Allegorische war also quasi eine Allegorie, eine Typologie. Das Tropologische bezog sich auf die Ethik, also ein ethischer Sinn. Und dann das Anagogische, eine weiterführende Bedeutung. Um das mal an einem Beispiel zu illustrieren, Luther erklärt das in seiner Einführung zu diesen Psalmvorlesungen. Wenn man zum Beispiel das Wort Jerusalem hat, dann ist der buchstäbliche Sinn Jerusalem, die Stadt Jerusalem. Der allegorische Sinn ist, dass Jerusalem für die Gemeinde der Gläubigen steht. Der tropologische Sinn ist, dass Jerusalem für die guten Tugenden steht, die die Gemeinde hat. Und der anagogische Sinn ist, Jerusalem steht für den zukünftigen Lohn derer, die diese Tugenden haben. Also ein sehr vielschichtiges System. Luther hat aber selbst schon erkannt, aufgrund seines Bibelstudiums, dass man damit viel Schindluder treiben könnte und auch viel Schindluder getrieben ist in der scholastischen Theologie. Und so schränkt er das von vornherein ein und sagt, man kann solche Mehrfachbedeutung der Worte nur dort annehmen, wo diese zweite, dritte oder vierte Bedeutung auch anderswo in der Bibel eindeutig beschrieben ist. Also der Luther hat von Anfang an, obwohl er hier methodisch noch ein bisschen von dem mittelalterlichen Denken geprägt ist, von Anfang an die Autorität der Bibel als Maßstab festgesetzt. Und das hat von Anfang an einen Unterschied gemacht. Nach allem, was wir wissen, haben seine Vorlesungen von Beginn an für Aufsehen gesorgt und er galt als äußerst interessant und seine Vorlesung als wirklich biblisch sehr tiefgründig. Viele Menschen hatten vorher keine Ahnung, was die Psalmen eigentlich wirklich bedeuteten. Etwas, was noch auffällt an den frühen Vorlesungen des Luther, ist, dass er konsequent die Psalmen auf Jesus Christus hin untersucht und bezieht. Das geht so weit, dass er schon im ersten Psalm
der berühmterweise heißt: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Dass Luther das ganz konsequent, diese drei Verse, auf Jesus Christus bezieht. Er sagt, Jesus war der, der nie da gewesen ist, wo die Sünder waren und wo die Spötter waren. Jesus war der, der über Gottes Gesetz nachgedacht hat, Tag und Nacht. Also das Auslegungsprinzip des Luthers schon 1513 ganz interessant ist, dass Christus das Zentrum aller Auslegung ist. Obwohl es sich ja hier um ein alttestamentliches Werk handelt. Also Luther hat von Anfang an verstanden, Altes und Neues Testament gehören dringend zusammen. Er hat es auch in der Vorrede seiner Psalmvorlesung begründet. Er führt unter anderem auch Lukas 24 an, wo es heißt, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Luther hat den David, den er als den Autor der Psalmen grundsätzlich erstmal angenommen hat, was ja auch für die meisten Psalmen stimmt, er hat ihn als besonderen Propheten bezeichnet. Und dabei hat Luther sich auf diesen Vers hier bezogen, wo David darüber spricht, wie er die Psalmen geschrieben hat. Das heißt in 2. Samuel 23, Vers 1 und 2, es spricht David, der Sohn Isais, es spricht der Mann, der hoch erhoben wurde, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der liebliche Psalmdichter in Israel. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Und Luther hat hier diese Idee, die interessant ist, wenn auch nicht ganz sauber durchgedacht, dass David in einem besonderen Maße inspiriert war, mehr als die alttestamentlichen anderen Propheten, zu denen es ja immer heißt, das Wort des Herrn kam zu mir. Und er sagt, aber hier, David, bei ihm war das Wort auf seiner Zunge. Ja. Luther schränkt dann selbst ein, dass er natürlich glaubt, dass auch die anderen Propheten alle inspiriert waren, aber er hat so das Gefühl, dass David in einer besonderen Weise inspiriert war und seine Botschaften in dem Psalm besonders von Jesus Christus sprechen. Luther hat also von Anfang an sehr eigene auch Gedanken sich gemacht, hat aber natürlich auch die vorhandenen theologischen Werke mit benutzt. Interessanterweise war sein Haupthilfsmittel der Psalmenkommentar von Jacques Lefebvre d'Etable, der einige Jahre zuvor erschienen war, nämlich 1509. Wir haben das ja in der entsprechenden Folge auch notiert. Lefebvre war ja ähnlich wie Luther jemand, der, wenn auch sehr viel älter, selbstständig in der Bibel forscht und dann auch zum Reformator Frankreichs werden sollte. Und ohne dass die beiden bisher in die Öffentlichkeit getreten waren mit reformatorischer Erkenntnis, hat also hier also Jacques Lefebvre auch durchaus seinen Einfluss auf das Denken von Luther mitgehabt. Im November 1513 immatrikulierte sich der 17-jährige Matthäus Albe aus Reutlingen an der Universität in Tübingen. Er hatte verschiedene Lateinschulen besucht, überall mit guten Leistungen, war dort aufgefallen. Sein Vater war ja, wir hatten das in anderer Folge gesehen, 7 Jahre zuvor bei einem Stadtbrand in Reutlingen ums Leben gekommen. Also hat auch ein recht bewegtes, junges Leben gehabt, der junge Matthäus Albe, der jetzt sein Studium begann. Im Dezember schloss dann Frankreich, erschöpft von den verschiedenen Schlachten und Kriegen an verschiedenen Fronten, erst einmal Frieden mit Spanien und auch dem Kirchenstaat, das heißt mit dem Papst unter Leo dem X. Die Engländer hätten gern noch Krieg geführt gegen die Franzosen, aber es zeigte sich jetzt, dass mit den verschiedenen Sonderfrieden die Zeit des Krieges wohl vielleicht erst einmal vorbei sein würde. Am 17. Dezember wurde Appenzell dann 13. Ort in der Eidgenossenschaft und ganz offiziell in die Eidgenossenschaft aufgenommen. Interessant auch, dass das Vatikanische Konzil neben seinen Bemühungen, die Kirche zu reformieren, wo es kaum vorankam, auch sich mit dogmatischen Fragen beschäftigte. Unter anderem war in den letzten Jahrzehnten die Frage aufgekommen, ob die, wie man meinte, unsterbliche Seele für jeden Menschen persönlich ist oder ob es nur eine allgemeine Seele gibt. So war jetzt im Mittelalter im Zuge einiger auch islamischer Kommentare des Aristoteles die Idee aufgekommen, dass es vielleicht nur eine allgemeine Seele gebe, die unsterblich ist, aber keine persönliche. So hat das Vatikanische Konzil jetzt erst 1513, nicht das Vatikanische, das Laterankonzil, 1513 dogmatisch festgelegt, dass jeder Mensch eine persönliche, unsterbliche Seele habe. Damit war diese Lehre dann jetzt unantastbar, aber interessanterweise auch erst 1513 formuliert. Also keinesfalls eine Lehre, die aus der Bibel selbst herkommt.
einige andere Dinge, die 1513 passiert sind, die wir noch unbedingt erwähnen wollen. Insbesondere hier diese Tat von Ferdinand II., der König von Aragon und der Führer des Spanischen Weltreiches, ließ ein Schriftstück verfassen. Es war jetzt immer mehr vorgekommen, dass die spanischen Konquistadoren mit Einheimischen in Kontakt traten, die irgendwie nicht einsahen, dass die Spanier einfach ihr Land nahmen. Und so hat sich Ferdinand II. Entschieden, eine schriftliche Stellungnahme zu verfassen, die den Einheimischen vorgelesen werden sollte, um sie aufzufordern, sich unter die Spanier zu unterwerfen. Interessant ist, wie dieses Requerimiento, also diese Ermahnung, sich zu unterwerfen, formuliert und begründet ist. Das wirft ein ganz interessantes Licht auf die Art und Weise, wie man den Papst gesehen hat damals. Schauen wir mal selbst hier, dieses Schriftstück von Ferdinand II. Der Konquistator sollte dann im Namen des Königs Folgendes den Ureinwohnern sagen: Im Namen des sehr hohen und sehr mächtigen und sehr katholischen Verteidigers der Kirche, des immer siegreichen und nie besiegten, des großen Königs Ferdinand V. von Spanien, von beiden Sizilien und so weiter und der sehr hohen und sehr mächtigen Herren der Königin Donna Juana, einer sehr lieben und sehr geliebten Tochter unseres Herren und so weiter. Ich, dann kommt der Name des Konquistator, sein Diener, Bote und Kapitän, verkündige euch und tue euch zu wissen, so gut ich kann, dass Gott unser Herr, der eine und ewige Himmel und Erde und einen und eine Frau erschaffen hat, deren Söhne und Nachkommen wir und alle Menschen der Welt waren und sind und alle sein werden, die nach uns kommen werden. Also es beginnt mit einer christlichen Apologetik. Es gibt nur einen Gott, er hat uns alle geschaffen. Klingt erstmal ganz schön, aber jetzt kommt's. Über alle diese Völker gab der Herr, unser Gott, einem, der Sankt Petrus genannt wurde, das Amt, der Herr und Vorgesetzte aller Menschen der Welt zu sein, dem alle gehorchen sollten, der das Haupt des ganzen Menschengeschlechtes sein sollte, wo immer die Menschen lebten und wären. Und er gab ihm die Welt als sein Reich und seine Gerichtsbarkeit. Und das ist ja wirklich außergewöhnlich. Kein Wort von Christus, sondern die Idee, dass Gott dem Petrus die ganze Welt als Reich gegeben habe und der Petrus der Richter der ganzen Welt sei. Und jetzt kommt natürlich, man ahnte schon die Begründung, einer der früheren Päpste, der an seiner Stelle in dieser Würde und auf dem genannten Throne als Herr der Welt nachfolgte, machte diese Inseln und dieses Festland des Weltmeers den genannten, das heißt dem König und der Königin und ihren Nachfolgern zum Geschenke mit allem, was es darin gibt, wie es in gewissen Schriftstücken geschrieben steht, die darüber erlassen wurden, die ihr sehen könnt, wenn ihr wollt, sodass also ihre Hoheiten Könige und Herren dieser Inseln und des Festlandes sind, aufgrund der besagten Schenkung. Also die Logik war ganz simpel. Es gibt nur einen Gott. Der Gott hat Petrus zum Herrn der Welt gemacht. Petrus hat Nachfolger, der Papst ist der Nachfolger von Petrus, deswegen ist der Papst der Herr der ganzen Welt und deswegen kann der Papst entscheiden, wer wo wohnt und der Papst hat dieses Land, diese neue Welt den Spaniern geschenkt und deswegen akzeptiert bitte die Entscheidung Gottes. Das war tatsächlich die Logik, mit der die Spanier die neue Welt eroberten und es zeigt, wie sehr man den Papst letztendlich als höchste politische Autorität über die gesamte Welt akzeptierte, nicht nur als Führer der Kirche. Der portugiesische König Manuel I. führte 1513 eine Verwaltungsreform durch. Sein Untertan Alfonso de Albuquerque, der Gouverneur von Portugiesisch-Indien, war der erste Europäer, der ins Rote Meer hineindrang und dort versucht hat, die arabischen, osmanischen Schiffe zu bekämpfen, die immer wieder eine Gefährdung der Handelsrouten nach Indien darstellten. Aber er scheiterte beim Versuch, die Stadt Aden zu belagern. Ein berühmtes Buch aus dem Jahr 1513 war Il Principe von Niccolò Machiavelli, in dem dieser Philosoph und Schriftsteller auf eine äußerst schockierend realpolitische Art und Weise, ohne jegliche religiöse Verbrämung, beschrieben hat, wie ein Fürst effektiv reagiert, mit Gewaltanwendung, mit List, mit allem Möglichen. Er nahm sich zum Teil Cesar Borgia, dieses Monster, von dem wir berichtet haben, zum Vorbild. Und sein Buch ist äußerst einflussreich gewesen über die Jahrhunderte hinweg, wenn auch immer wieder stark und kontrovers diskutiert, weil es scheinbar jegliche moralische Überlegung etwas außen vor ließ und einfach nur die Machterhaltung und die Machtgewinnung beschrieb und analysierte. Im selben Jahr, wir haben ja schon gesagt, Julius II. War ein großer Kunstmäzen gewesen, bevor er dann jetzt starb, vollendete dann auch Raphael
die Sixtinische Madonna, die der verstorbene Papst in Auftrag gegeben hatte. Und dieses Bild wurde zu einem der berühmtesten Gemälde der Renaissance-Geschichte. Vor allem die beiden Engel unten sind dann Jahrhunderte später immer wieder auch eigenständig gedruckt und abgebildet worden. Ein anderes großes Meisterwerk dieser Zeit ist der Meisterstich Ritter, Tod und Teufel von Albrecht Dürer. Ein besonders kunstvoller Stich, der sich sehr interessant mit der Frage des Todes auseinandersetzt. Und in diesem Jahr 1513 wurde dann in Schottland, in dem Jahr dieser gewaltigen Niederlage auf Flodden Field, der Reformator John Knox geboren in Haddington. Und fast so, als sollte es gleich einen Doppelschlag geben, auch noch in Schottland ein weiterer Reformator, George Wishart in Fordun. Beide dann später große Reformatoren in Schottland. Agostino Mainardi, ein Augustiner-Eremit in Italien, war 31 Jahre alt, als er sein Theologiestudium mit dem Magistertitel abschloss, er auch später ein Reformator Italiens. Vadian, von dem wir schon heute gehört haben, als der den Brief von Zwingli bekam, unternahm eine Reise dieses Jahr nach Buda in Ungarn. Thomas Münzer wurde mit 24 Jahren zum Priester geweiht in der Diözese Halberstadt. Und Johann Hess, der 2 Jahre in Wittenberg studiert hatte und sich auch dort mit Spalatin befreundet hatte, mit Johann Lang, dem Freund von Luther, der verließ jetzt 23-jährig Wittenberg. Er hatte eine Anstellung bekommen in Breslau in Schlesien bei dem Fürstbischof Johannes dem 5. Turzo. Und der hat ihn zu einem Kanoniker gemacht in Neisse. Die Turzos waren eigentlich eine Bergwerksfamilie, ähnlich erfolgreiche Unternehmer wie die Fugger in Nürnberg. Und Johannes der 5. Turzo war jetzt auch Fürstbischof und Johannes Hess in seinen Diensten. Martin Kless wurde in Freiburg in diesem Jahr Baccalaureus. Und Hans Sachs, der Schuhmacher aus Nürnberg, kam auf seiner Gesellenwanderung, die er jetzt schon seit einiger Zeit durchführte, in den kleinen Ort Wels in Oberösterreich. Und es traf sich, dass zu jeder Zeit gerade der Kaiser Maximilian durch Wels zog. Er war da öfter zu Besuch in seinen habsburgischen Landen. Und der junge Hans Sachs, 18 Jahre alt, war total fasziniert von dem Hof des Kaisers und begann, er war dichterisch begabt, auch Gedichte zu verfassen auf den Kaiser. Und der hat ihn dann mitgenommen in seinen Palast nach Innsbruck. Aber lange hat es der Hans Sachs dort nicht ausgehalten. Er ist dann hat den Hof wieder verlassen und kam schließlich nach Nürnberg, wo er seine dichterische Begabung vollenden wollte. Er begann sich jetzt für den sogenannten Meistergesang zu interessieren. Die Meistersinger, Meistersänger, das war so eine mittelalterliche Bewegung von Handwerkern, von Meistern, verschiedenen Berufen, die sich für den Gesang interessierten, mit sehr strengen Regeln. Und Hans Sachs hat dort in München diesen Meistergesang gelernt, ist selbst dann, wie wir später sehen werden, einer der berühmtesten Meistersänger überhaupt geworden. Erhard Schnepf, 17-jährig, hat in Heidelberg den Magister der freien Künste bekommen und dann mit seinem Jurastudium begonnen. Jan Waski, der spätere Reformator Polens, ist mit seinem Onkel, der ja, wie wir schon an anderer Stelle gesehen haben, Großprimas und Erzbischof in Polen gewesen ist, nach Rom gereist, weil sein Onkel dort am Laterankonzil teilnahm. Und so durfte er mit seinem älteren Bruder mitreisen. Bartholomäus Bernardi verließ Wittenberg und wurde Subdiakon in Brandenburg an der Havel. Und der Humanist Mucianus Rufus berichtet in diesem Jahr von einer seltsamen Begegnung mit einem Johann Georg Faust, von dem wir in einer anderen Folge schon berichtet haben, diesem Scharlatan und möchtegern Wahrsager, der dort an anderer Stelle schon die Kinder geschändet hatte. Hier die kurze Notiz von Mucianus Rufus. Vor 8 Tagen kam ein Chiromant, also jemand, der aus der Hand liest, nach Erfurt namens Georgius Faustus, Helmitheus Heidelbergensis, ein bloßer Prahler und nahe seine Kunst wie die aller Wahrsager ist eitel und eine solche Physiognomie ist leichter
als eine Wasserspinne. Die Dummen sind voller Bewunderung. Gegen ihn sollten sich die Theologen erheben, statt dass sie den Philosophen Reuchlin zu vernichten suchen. Ich hörte ihn im Wirtshaus schwatzen, ich habe aber seine Anmaßung nicht gestraft, denn was kümmert mich fremde Torheit? Also die literarische, historische Figur hinter der Faustsage und dem berühmten Werk von Goethe dann war in Wirklichkeit ein wirklich schäbiger Wahrsager, der nur die dumme, unwissende Bevölkerung verführte. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Estikampianus, der andere große Humanist, hat es auch in Paris nicht ausgehalten, kam nach Köln. 56 Jahre alt, hat dort ein bisschen unterrichtet und geriet auch dort in Streit. Er war offensichtlich kein Teamplayer und hat sich dort sogar mit Reuchlin verstritten und wurde aus Köln vertrieben. Berthold Haller ist in Bern Lehrer geworden, war zuvor schon in Rottweil Lehrer. Er hatte ja in Köln Theologie studiert und war auch zuvor der Freund von Melanchthon in der Schule in Pforzheim gewesen. George Joy wurde mit 18 Bachelor in Cambridge. Und das letzte Ereignis dieses Jahres war am 27. Dezember. Der Tod von Martin Pollich, genannt Mellerstadt. Er war der Gründungsrektor, wie wir gesehen haben, der Universität Wittenberg, ein Mediziner, der sich auch für Theologie interessierte, ein sehr gebildeter Mann, einige nannten ihn auch freundlich Lux Mundi, das Licht der Welt, so klug ist er gewesen. 58 Jahre war er geworden und er hatte jetzt in den letzten Monaten auch noch Luther erlebt, als Theologen, als Lehrer. Und bevor Mellerstadt starb, äußerte er etwas, was fast schon als Prophezeiung gelten könnte, über diesen jungen, aufstrebenden Theologen und Doktor der Theologie, Martin Luther. Hier ist sein Zitat, das wirklich aufhorchen lässt. Der Mönch wird alle Doktors irre machen, eine neue Lehr aufbringen und die ganze römische Kirche reformieren. Denn er legt sich auf der Propheten- und Apostelschrift und stehe auf Jesu Christi Worten. Das kann keiner, weder mit Philosophie noch Sophisterei, Skoktisterei, Albertisterei, Thomisterei und dem ganzen Tartarett umstoßen und niederfechten. Pollich starb, doch er wusste, dass wenn Luther so weitermacht, wie er angefangen hat als ein Bibelstudent, der sich allein auf die Bibel gründete, dann wird das zur Reformation der gesamten römischen Kirche führen. Was für ein interessantes Zitat und wie das dann weitergegangen ist und inwieweit Martin Pollich recht behalten hat, werden wir sehen in unserer nächsten Folge. Dann werden wir beginnen mit den Ereignissen, die tatsächlich dann zur eigentlichen Reformation geführt haben. Wir haben bis jetzt die große Vorgeschichte studiert und werden jetzt ab dem Jahre 1514 die Reformationsgeschichte im Detail genauer anschauen können. Ab diesem Jahr beginnt nämlich auch eine sehr viel gründlichere Überlieferung mit Schriftzeugnissen über das Leben von Luther. Das nächste Mal wird es dann heißen, in Teil 18, der Plan der Fugger. Bis dahin wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen gottesreichen Segen und wir freuen uns, wenn Sie dann wieder einschalten hier auf Juhl Media TV, wenn es heißt Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.